Ist das nicht cool? Hallo und Konnichiwa! Das ist mein Konnichiwa, den habt ihr euch gewünscht. Und wie ihr schon unschwer erkennen könnt, habe ich einen speziellen Gast bei mir. Und zwar ist das, ja, Megabitchy. Die ist so groß, dass sie fast gar nicht in die Kamera passt. Das ist unglaublich, oder? Ich fange am besten auch mal gleich an mit den Plüschtieren, die ich geshoppt habe. Ja, ich bin dieses Jahr wieder schwach geworden und ja, aber es ist so flauschig und so weich und man kann so gut auf ihr rumliegen auf der Couch. Das ist so richtig schönes, richtig cooles, ja, außergewöhnliches Sofakissen, würde ich mal sagen. Ja, ich fange mal an. Also ich habe auf der Konnichi leider nicht so viel gefilmt, wie ich wollte. Ich war da sehr im Stress, ich hatte unglaublich viel zu tun. Es gab unglaublich viele Freunde und Leute, die ich sehen wollte. Und ich habe selber kaum geschafft, eigentlich rumzugehen in Ruhe, sage ich jetzt mal. Das bisschen, was ich geschafft habe zu snappen. Habt ihr vielleicht gesehen, wenn ihr mir auf Snapchat folgt, schaut da nochmal rein. Ich glaube, es ist nicht mehr online leider, aber ich werde euch die paar Eindrücke, die ich auf jeden Fall gemacht habe, werde ich euch nochmal hier reinspielen oder vielleicht ans Ende legen. Das werde ich mir jetzt nochmal überlegen. Es reicht aber irgendwie nicht für ein eigenes Video. Ich muss mir da echt mal was überlegen, aber die Konnichi ist wirklich mit die stressigste Con für mich, allein weil wir ja nicht nur meinen Stand haben, sondern auch den Stand von Dark Moon, also da halt unser Fanfilm-Projekt betreuen und da will einfach immer jemand irgendwas von einem und deswegen ist da leider immer sehr viel zu tun und es tut mir sehr leid für die Leute, die ich keine Zeit hatte und die vielleicht Hallo sagen wollten und einfach weitergegangen sein. Tut mir leid, es hat mich selber sehr traurig gemacht. Vielleicht, ihr könnt mich immer ansprechen, auch wenn ich irgendwie zu tun habe, das stört gar nicht, also ich freue mich da sehr, sehr drüber. Ja, und ich bin auch ein bisschen traurig, dass ich die Lena verpasst habe vom Kanal Lena Turns Screen. Also, falls du das hier sehen solltest, liebe Grüße an dich. Ich hätte dir gerne mein kleines Präsent gegeben, aber gut, vielleicht das nächste Mal. Ja. Ja, ansonsten war das eine wunderschöne Con. Es hat super viel Spaß gemacht. Es hat so viel Spaß gemacht, so viele Leute zu sehen und so viele Freunde zu sehen. Und da waren so viele Leute, nette Menschen da. Und ich danke euch alle, die vorbeigekommen sind und die mich begrüßt haben und die Hallo gesagt haben. Und ich hoffe, ich kriege das jetzt nochmal zusammen. Also liebe Grüße an Lida, an Merle, an Anna und Johanna. Und ihr wart alle so süß und so niedlich. Und ich danke euch wirklich, wirklich sehr. Und von einer Zuschauerin habe ich sogar, und ich glaube, deinen Namen habe ich als einziges wirklich vergessen. Es tut mir wirklich sehr leid, wenn. Die hat mir meine Lieblings-Haribo-Cupcakes mitgebracht und darüber habe ich mich sehr, sehr gefreut. Und die werde ich natürlich jetzt auch beim Basteln dann vernaschen, sozusagen. Also vielen, vielen Dank an dich, Liebes. Und auch liebe Grüße an dich, dass du da warst. Ja, ich verlinke euch so wie gesagt hinten daher noch ein paar Fotos und ein paar Eindrücke und auf meiner Facebook-Seite könnt ihr auch was sehen und auch, was ich für Conhorn-Anträge gemacht habe und ja, da sind so ein paar kleine Sachen dabei und ich dachte mir, wir filmen heute hier diesen ganzen Nerd-Hall auch hinter dem Nerd-Hintergrund und ich hoffe, es gefällt euch und das Licht ist in Ordnung. Ja, und wie gesagt, das erste habt ihr schon gesehen, was ich geshoppt habe und zwar diese große, süße, flauschige, bitchy Katze. Ihr wisst, wenn ihr meine letzten Hauls gesehen habt von den Cons, ich habe mir die in klein gekauft und jetzt habe ich entdeckt, dass es die in groß gab. Es gab auch diese schwarze mit diesem grimmigen Blick in groß. Ich wünschte ja, die würde es in Bitchy-like geben, im Bitchy-Stil. Dann wäre das die perfekte Bitchy mit dem grimmigen Blick und dem Bitchy-Look. Aber ich liebe diese hier auch. Die ist so süß und die ist so flauschig. Und ihr seht mal, wie groß die ist. Die ist der Wahnsinn. Hier ist noch der Zettel dran. Da sieht man nochmal, okay, da diese hier, die grimmige. Die ist so cool. Und ja, die ist super, super flauschig. Und die hat hier wirklich auch sehr, sehr feste Backen. Und das ist so süß, eine kleine Zunge. Ja, also ich bin sehr, sehr zufrieden damit, auch wenn ich eigentlich ja keine Plüschtiere kaufen wollte. Aber was soll ich machen? Das ist nun mal so süß. Ja, okay. Wir reißen uns los von der großen Bitchy und ich zeige euch jetzt nochmal die anderen kleinen Plüschtiere, die ich gekauft habe. Ich habe nämlich zuerst die in klein gekauft, weil ich gedacht habe, nein, du brauchst die große nicht und du hast schon so viele Plüschtiere. Und da habe ich halt die kleine flauschige gekauft. Die ist auch super flauschig. Und ich habe die ja in Mini und jetzt habe ich sie in Mittel und nochmal in groß. Ja, ich bin total bekloppt, aber was soll's. Katzenliebe halt, ne? Ja, da seht ihr auch nochmal das Schildchen dran und die ist super niedlich. Bei der Weide bin ich mir noch nicht sicher. Vielleicht werde ich sie auch verschenken, in Nelos Trommel packen oder so. Ich weiß es noch nicht. Werde ich mir überlegen. Vielleicht behalte ich sie auch einfach, weil ich mich gerade nicht so trennen kann von dem Ganzen. Ich sehe auch noch ein bisschen zerstört aus, sehe ich gerade in der Kamera. Ich habe die letzten Nächte nicht gerade viel geschlafen und es war alles so die Nachwirkung der Con. Also heute ist Donnerstag, also schon Donnerstag. Bei mir ist es immer so, Montag geht immer noch, da fühle ich mich immer so, ja, yeah, es geht alles noch. Und dann ist Dienstag immer der Tag, wo ich sage, oh,
ich bin tot. Und ja, Mittwoch ist dann auch noch so mal so ein Tag, wo ich sage, ach, meine Batterien sind schwach. Und heute habe ich frei und da sind meine Batterien wieder ein bisschen. Und habe mir gedacht, das wäre der perfekte Anlass für euch, den Haul abzudrehen, damit ich auch alles mal verräumen kann. Ja, am besten mit dem nächsten kleinen Plüschtier, das aussieht wie ein Hamster, es ist aber auch eine Katze. Und es sieht ein bisschen aus wie das Spiel, was ich auch gerade suchte auf meinem Handy, und zwar KleptoCats. Also wer es nicht kennt, schaut mal bei euch in App Store nach KleptoCats. Es ist ein super witziges Spiel und ich dachte nicht, dass mich das irgendwie mitsuchtet. Auf jeden Fall habe ich diese kleine süße Bitchy von meinen lieben Carina und Svanny geschenkt gekriegt. Und dafür vielen, vielen Dank. Das ist super, super süß. Dankeschön. Ja. Ich habe den beiden auch was geschenkt. Ich habe den kleinen Sailor Moon Figuren geschenkt von Uranus und Pluto und darüber haben sie sich auch sehr gefreut, ja. Ich mache mal weiter mit den verrückten Sachen, die ich gekauft habe. Also ich finde sie jedenfalls etwas verrückt. Und zwar habe ich mir dieses Teil hier gekauft. Das ist eine Silikonbackform in Hasenform und die fand ich echt super, super cool. Und dachte mir, jetzt kommt ja wieder die Winterzeit und ich will sowieso noch die Panda-Kekse ausprobieren mit euch. Das werde ich jetzt machen, sobald es eben nicht mehr so warm ist. Weil ja, Backen im Sommer mit dem heißen Ofen ist immer sehr, sehr anstrengend. Und aus dem Grund, man hat ja eh nicht so viel Appetit auf Kekse und so, ne? Jedenfalls habe ich mir dieses Ding hier gekauft und so soll das irgendwie später aussehen und ich bin mal sehr gespannt, ob das funktioniert und ich denke mal, da könnten wir auch mal zusammen irgendwas zaubern. Ich hoffe, die geht auch für den Ofen, weil, ja doch, okay, hier ist so ein Zeichen, das mit dem ganzen Japanischen steht da wenigstens Microwave even okay und Oven okay, okay, ja, alles klar, gut. Dann habe ich etwas gesehen beim J-Store und natürlich, wie kann es anders sein? Das ist am Sonntag gewesen, am letzten Tag und ich dachte mir, ne, ich würde eigentlich gar nichts mehr kaufen und ist alles gut und da hatte ich gerade diese Form gekauft. Und was sehe ich dann beim J-Store auf dem Tisch liegen? Ein Neko Azume-Täschchen! Oh, ist es nicht super süß? Das muss ich einfach haben. Ich habe ja nicht genug Taschen und so, aber ich muss das haben, es ist so super süß. Und ja, da werde ich jetzt immer so meine Kleinigkeiten reintun, weiß ich nicht, meine Bento-Box oder sowas, wenn ich zur Arbeit gehe, ja. Am besten komme ich jetzt mal zu dem teuersten, was ich gekauft habe, aber es ist wirklich eine Sache, die ich mir nur einmal im Leben kaufe und da Matsuri-Fest war auf der Konichi, das seht ihr in dem kleinen Einspiel nochmal, das ist so ein, wir hatten ein Festzelt aufgebaut und da gab es ein Bällebad und dann gab es da ja so Orakel und Spiele und was zu gewinnen und natürlich alles im japanischen Stil und Essen, Nudeln und Crepes und all den ganzen Wirrwarr und Bubble Tea und ich hatte leider überhaupt keine Zeit mehr da irgendwas zu essen zu holen oder so, es gab wohl super leckere Crepes mit Brownies und so, das habe ich irgendwie gar nicht gemerkt, ist an mir vorbeigezogen, leider. Und auf jeden Fall gab es da ganz viele japanische Sachen und gibt ja auch immer die Damen von Roppongi, die eben so Bento-Boxen und all sowas haben. Und da habe ich mir natürlich was typisch Japanisches gekauft, was ich mir einmal im Leben kaufe und niemals mehr wieder. Und zwar habe ich mir eine Yukata gekauft. Eine Yukata ist halt ein Kimono in Sommervariante. Also wer in Japan affin ist oder Ahnung von japanischen Dingen hat, der weiß, dass ein Kimono das traditionelle japanische Gewand ist. Der ist sehr aufwendig, den muss man binden, der hat einen breiten Gürtel und sowas. Und die Geishas tragen das ja in Japan, haben diese speziellen Schüchen dafür mit den Zehen. Und eine Yukata ist sozusagen ein Sommerkimono. Das heißt, der ist nicht so dick und der hat nicht so viele Schichten. Der besteht nur aus einem leichten Baumwollstoff und den kann man dann umbinden und den trägt man dann an dem Matsuri-Fest oder auch am Sakura-Kirschblütenfest, wenn dann eben so einfache Feste in Japan gefeiert werden. Und sowas wie das Matsuri-Fest ist halt in Japan wirklich das, wo man diese traditionellen Yukatas trägt. Und es ist hier in Deutschland, könnte man sagen, wie so eine Art Bademantel. Aber ich finde ihn sehr, sehr schön und ich musste ihn einfach haben. Die liebe Annika hat den halt sich gekauft und ich habe ihn bei ihr gesehen und ich dachte so, oh mein Gott, ist der schön. Ich liebe diese japanischen Muster. Ich zeige euch jetzt erstmal das Muster. Er ist eh zu groß. Ich werde euch irgendwie mal ein Bild einblenden, wo ich ihn dann gebunden habe. Ich hoffe, ich bekomme das hin. Ich zeige ihn euch dann. Also so ist das Muster und es gab den halt in diesem hellen Fliederton mit dem Muster und in diesem Beige-Ton. Ich habe mir aber dann den Beige geholt und ich liebe diese japanischen Muster. Und wenn ihr ganz genau hinguckt, wenn ihr das sehen könnt, hat er leicht so auch so Goldschimmer drauf. Also das ist super schön gearbeitet, super toll genäht. Und ja, das ist
Der ist auch Einheitsgröße, das heißt, der ist mir eigentlich zu groß. Den muss man dann unten höher binden mit dem. Und ja, dann trägt man den halt. Und der ist so, so schön. Ich werde mal schauen, dass ich den irgendwie übe zu binden. Und dann zeige ich euch auf jeden Fall nochmal ein Bild, wie ich ihn dann getragen trage, sozusagen. Und ich freue mich sehr. Und ich weiß noch nicht, wofür ich ihn anziehen werde. Aber vielleicht schaffe ich das bis zum nächsten Sommerjapan-Dom oder so, ihn dann zu binden und dann auch dort zu tragen. Weil das finde ich dann doch richtig, richtig schön. Ja. Und da hatte sich der Akku verabschiedet. Ja, auf jeden Fall liebe ich es, so japanischen traditionellen Kram zu kaufen. Ich war zwar ja selber noch nie in Japan. Ich hoffe, dass ich wenigstens in den nächsten 2-3 Jahren es endlich mal schaffe, hinzufliegen. Auf jeden Fall habe ich meinen Yukata bei Yakitori gekauft. Ich verlinke euch das unten nochmal in der Infobox. Ich weiß nicht, ob es davon einen Online-Shop gibt, aber ich glaube schon. Also sie verkaufen traditionelle Sachen und dann verkaufen sie halt auch ja, so verschiedene nerdige T-Shirts und sowas halt auch. Und dazu gab es dann noch eine Anleitung. Da steht das nochmal, so sieht das dann halt aus, wenn man den bindet. Man kann auch einen Obi dazu kaufen. Der Obi ist dieser breite Gürtel. Ich habe jetzt einen traditionellen normalen Gürtel dazu, also aus demselben Stoff. So sieht er aus. Und hier ist eine Anleitung drin, wie man diesen Yukata bindet. Also ihr seht, der hat oben so Einheitsgröße und dann muss man ihn hochbinden, dass er dann nachher sozusagen so sitzt, dass er die richtige Größe mit den Füßen abschließt, ja. Und dann war ich ja bei Roppongi und zwar verkaufen die ja die japanische traditionelle Sachen zum Bento-Essen und da habe ich ja ganz viel Bento-Zeugs auch schon mal gekauft, meine Bento-Box das letzte Mal und diese Bento-Spießchen und so. Und die hatten wohl auch ganz coole Ausstechförmchen, hatte meine Freundin Charlie gekauft, aber ich hatte die leider nicht mehr gesehen. Dafür habe ich mich für eine traditionelle ja, Suppenschüssel entschieden. Und zwar habe ich mich für diese hier entschieden. Natürlich Katzen drauf. Und die ist so süß. Und innen drin sieht sie so aus. Das heißt, wenn man seine Suppe ausgelöffelt hat, dann lächelt einen die Katze an. Und ich finde die super, super schön. Ich werde da jetzt immer mein Müsli draus essen oder auch meine Suppe draus löffeln. Und dafür muss er natürlich eine der hässlichen Schüsseln leichen. Ja, und da seht ihr nochmal Made in Japan. Also ich liebe wirklich diese traditionellen Sachen, die es echt nur in Japan gibt. Und die halt super, super cool sind, ne? Dann war ich im J-Stuff. J-Stuff kann man bestellen, so ganz viel Zeichenkram, aber die haben auch Figuren und sowas. Und ich habe mir dieses Jahr da keinen Zeichenkram gekauft. Ich habe mich wirklich mal für kleine Figürchen und sowas entschieden. Und zwar habe ich mich für diese Sailor Moon Figur entschieden. Ja, die ist super, super süß. Ich zeige euch hinten auf der Seite nochmal da die hier mit dem... Sternchen-Medaillon ist es geworden. Und ich fand auch Luna sehr schön, aber die hatten sie leider da nicht mehr. Aber ich habe mich dann für diese hier entschieden. Die gefiel mir auch sehr, sehr gut. Und es hieß halt, wenn ich eine bestimmte Summe kaufe, dann kriege ich eine geschenkt. Und da habe ich ja für die beiden Mädels welche gekauft gehabt. Uranus und Pluto auf so kleinen Eiskugeln. So süß. Leider habe ich kein Foto gemacht davon. Aber wenn ihr die im Internet googelt, könnt ihr die auch finden. Und ich habe mich noch für diese kleine Makoto und Schuluniform entschieden. Die finde ich auch super, super süß. Sind kleine Beutelchen und ja, ich fand die so niedlich und die wackelt hier so ein bisschen auf ihrem Tellerchen hin und her. Aber ist okay. Ja. Die ist so niedlich. Ich finde die echt süß. Ich gucke mal, ob ich die euch noch mal ein bisschen näher einblende. Ja, dann habe ich mir bei Figuja am Stand eben noch das Sternenmedaillon gekauft. Das ist so eine kleine Pillendose sozusagen. Da passen kleine Bonchis rein und dann, ja, die gibt es in allen möglichen Varianten inzwischen. Halt in diesem hier, dann das normale Medaillon, was Sailor Moon ja trägt, dieses Sternenmedaillon und dann halt auch den Silberkristall und so weiter. Und die fand ich sehr, sehr niedlich, musste ich die unbedingt haben. Ja, das war schon das nerdige Zeug, sage ich jetzt mal. Jetzt komme ich gleich mal zu den Zeichensachen. Vorher zeige ich euch noch die kleinen Buttons. Ich war bei dem Stand Angel Works, heißen die so. Ich werde die euch auch verlinken. Ich fand diese Stempelkarte sehr süß, die ich bekommen habe. Habe ich mir mitgenommen, einfach für die Idee her auch. Ich überlege auch, ob ich mir eine Becky Lemon Stempelkarte machen sollte. Also wenn ihr irgendwie bei mir halt so Käufer seid, also eher jetzt Con-Käufer als Online-Käufer, dann würde es mich mal interessieren, was ihr von einer Becky Lemon Stempelkarte halten würdet. Da würde ich mir dann vielleicht auch irgendwie mit Rabatt oder so sowas ausdenken. Da habe ich mir diesen Button mitgenommen, den fand ich super niedlich mit dem Einhorn. Die hatten halt so, ja, Sternzeichen, chinesisches Sternzeichen und dann hatten sie halt so Fabelwesen-Sternzeichen und da fand ich besonders die schön. Und diese hier, die Sphinx-Katze, die fand ich auch sehr schön.
Und ich habe mir dann den Hasen mitgenommen. Ich bin zwar im Zeichen des Schweins geboren, aber den Hasen fand ich super süß, den musste ich unbedingt haben. Das Schweinchen habe ich auch mitgenommen, das habe ich meiner Freundin Jenny geschenkt, weil Kuhne-Koko halt, ne? Schweineliebe und so, da musste ich ihr das schenken. Und ich hatte mir zuerst diese beiden mitgenommen, die fand ich auch sehr, sehr niedlich. Da steht einmal drauf Chocolate Lover und hier steht auch Chocolate Schokoholic drauf mit der Praline. Das fand ich sehr passend für mich. Und ich weiß noch nicht genau, wie ich sie mit dran mache. Eigentlich bin ich ja nicht mehr so der Buttonträger. Aber ich habe einen Rucksack, den ich immer zur Arbeit nehme mit meinem Laptop. Und den peppe ich immer dann auf mit sowas. Und ich glaube, da werde ich sie mir dran machen. Und jetzt komme ich mal zu dem ganzen Zeichenkram. Und zwar war ich bei Tombow. Tombow hatte wieder einen Stand und das hat mich sehr, sehr, sehr doll gefreut, weil ich die Tombow-Sachen sehr, sehr liebe. Also wer Tombow nicht kennt, in japanischen Kreisen ist dieser Radiergummi sehr, sehr weit verbreitet. Das ist der Monoradierer von Tombow. Und Tombow ist eine Marke, die wirklich so Stationery-Sachen herstellt, wie Bleistifte, Druckbleistifte, Malstifte, ja, Radiergummis. Was nicht alles. Ich habe damals mit Tombow angefangen, habe ich die kennengelernt durch diesen Monoradierer, den ich in meinem japanischen Buchladen gekauft habe und habe den sehr schätzen gelernt, weil der wirklich sehr gut ist. Der reißt das Papier nicht kaputt, der schmiert nicht und der macht wenig Fussel. Und ich habe mir jetzt nochmal einen Mini mitgenommen, weil in Light und der macht noch weniger Radierfussel. Den fand ich sehr, sehr cool und ich fand für die Tasche den kleinen besser als den großen sozusagen. Großen habe ich auch. Dann habe ich mir noch einen Radierstift von Mono mitgenommen. Das ist dieser hier. Ganz in klassisch schwarz, das ist der Mono Zero, heißt der. Der hat hier vorne dann so eine Spitze und da seht ihr eine ganz feine Radierspitze. Und das finde ich sehr, sehr cool, weil damit kann man wirklich so in die Ecken reingehen und kleine Feinheiten wirklich auf dem Bild mal einfach nur, ohne dass man mit diesem hier, wenn er schon abgemalt ist und rund ist, dann noch irgendwie andere Sachen wegradiert. Finde ich sehr geil. Und deswegen habe ich mir den mitgenommen und das ist die Stärke 2,3. Und ihr könnt ihr bei Tombow selber auch so kaufen. Es gibt den auch noch in eckig und so. Aber ich wollte jetzt den kleinen Mini-Runden mitnehmen. Und dann hatte ich dazu noch einen Bleistift für meinen Einkauf geschenkt gekriegt. Und Bleistifte kann man ja immer sehr gut gebrauchen. Und den werde ich auf jeden Fall auch ausprobieren. Und durch Tombow liebe ich auch meinen Kleber, ne? Ihr kennt ja den grün-weißen Kleber, den ich von Stampin' Up! Habe. Das ist ja eigentlich einer von der Marke Tombow. Und den liebe ich auch abgöttisch total. Und ich will nie wieder einen anderen Kleber benutzen. Der ist top. Wie gesagt, Tombow hat einfach sehr gute Produkte. Und ich hatte mir letztes Jahr bei Tombow ja diese kleinen, hier habe ich sogar noch einen gerade in meiner Stifteköcher, diesen kleinen Kuli gekauft, den ich auch sehr, sehr liebe, den man halt irgendwo so dran klippen kann. Und dann verliert man ihn nicht oder an die Tasche oder irgendwo, wo man mal eben ganz schnell. Finde ich super, habe ich auch schon die Arbeit schon oft benutzt. Und da hatte ich mir auch so einen Radierstift gekauft, apropos Radierstift. Den hatten sie dieses Mal leider nicht dabei. Aber ich habe einen anderen, also denselben, auch von Tombow, aber nicht beim selben Stand, bei einem japanischen Stand gekauft. Das ist dieser hier. Den habe ich mitgenommen, weil der hier nochmal so Bonchis drauf hat. Total niedlich. Und ich habe dann hier oben kann man so ein Band durchfädeln und dann kann man ihn in sich sozusagen auch an die Federtasche machen oder so oder irgendwo anders dran bandeln. Und den habe ich dann nochmal mitgenommen, einfach so als Backup, falls mein anderer dann irgendwann mal leer ist, dass ich den noch habe. Ja. Und an diesem japanischen Stand, wenn ich schon mal dabei bin, habe ich noch diesen Notizblock gekauft von Detektiv Conan. Die hatten sie mit verschiedenen Motiven, mit Ai, Chinichi, und mit Kaito Kid und halt mit Conan und den habe ich für meinen Bruder mitgenommen. Ich fand den super süß und er ist ja auch so ein Conan-Fan. Er mag ja, ist mehr One Piece und mehr Fairy Tail Fan und so weiter, aber Conan mag er auch sehr, sehr gerne und aus dem Grund, ich fand das einfach sehr, sehr passend und dachte mir, für seinen Blog und für seine Ideen brauche er einen vernünftigen kleinen Skizzenblock, wo er seine Ideen festhalten kann. Und das ist doch eine sehr, sehr schöne Sache, ja. Und ich hoffe, er freut sich darüber, aber ich denke mal schon, ja. Und wo ich das gerade erwähne, könnt ihr auf seinem Blog mal vorbeischauen und ihm gerne mal Grüße von mir hinterlassen. Ich werde euch hier den Link mal einblenden. Er hat auch einen YouTube-Kanal. Ich werde euch das alles mal in der Infobox reinschreiben. Also, wenn ihr Bock habt auf Reviews zu Games, Anime, Manga, ja, Filme, die neuesten Sachen, die gerade so aktuell sind, dann schaut doch einfach mal auf shortreview.de vorbei. Da findet ihr immer zu den kleinsten, also zu den aktuellsten Sachen, kleine Rezensionen über diese Filme, über diese Games, über die Hörspiele oder über halt Mangas. Und da seid ihr immer up to date, um mal zu wissen, ob das was für euch ist oder nicht. Und es gibt auch hin und wieder mal kleine Verlosungen. Aktuell, wenn sie noch läuft, die Dragon Ball Z Verlosung zu dem neuen Kinofilm. Also schaut da auf jeden Fall auf der Seite mal unten vorbei. Ich verlinke euch dies einfach unten nochmal in der Infobox. Und wie gesagt, er würde sich sehr, sehr, sehr freuen über Follower
und wenn ihr einfach mal Grüße von mir hinterlasst. Ja, er steckt da sehr, sehr viel Arbeit und Liebe rein und es ist eine tolle Sache auf jeden Fall. Das hier ist nochmal das kleine Heft, wo wir bei Tombow waren, von den Aquamalern, die ich mir jetzt gegönnt habe. Da seht ihr das ganze Farbspektrum. Ja, ich habe mir neue Stifte gekauft. Und zwar habe ich hier in meinem schönen Sailor Moon Tässchen meine Stifte jetzt drin im Moment. Da sind die von Staedtler drin. Und ich habe mir die hier gekauft. Das sind die... Moment. Das sind die Aquapainter von Tombow und die wollte ich schon sehr lange haben. Die hatte ich auf meiner Wunschliste, schon allein, weil Jasmin ihre Bullet Journals damit macht und ich das sehr, sehr gerne schaue und dann immer sehr gerne ja, damit mal rumexperimentieren wollte. Das sind halt Aquamaler, also Aquarellstifte sozusagen. Wir haben einmal eine Pinselspitze und einmal haben sie eine normale Spitze, eine Filzerspitze. Und man kann ganz normal damit malen und schreiben, also auch Handlettering machen oder so, aber sie sind halt wasservermalbar. Das heißt, man kann mit einem Wassertank da wieder rangehen und sie auflösen und die schlagen halt nicht durchs Moleskin-Papier und deswegen wollte ich unbedingt mit denen mal arbeiten und das ausprobieren. Und nun komme ich noch einmal zu, bevor ich zu den Zeichnerleuten komme, zu den Schleifchen von der lieben Maka und von der lieben Ai. Liebe Grüße an euch beiden hier. Ich habe mir nämlich mal wieder ein Schleifchen gegönnt und dieses wunderschöne Schleifchen musste einfach in meine Sammlung. Ich liebe sowas. Es ist so toll. Ihr seht hier diese ganzen Details so mit dem Steampunk und mit diesen Glitzies und es ist so toll. Und wenn mein Haar wieder ein bisschen griffiger ist, weil momentan habe ich durch die starken Verlust halt nicht mehr so viel, was es halten kann. Aber wenn ich die, dann, ich freue mich so drauf, diese Schleife zu tragen. Die ist so toll. Ich liebe sie. Und ja, die musste auf jeden Fall mit. Schaut mal vorbei bei Fräulein Verträumt. So heißt ihre Seite jetzt aktuell, wo sie die Schleife vertritt. Also ich verlinke euch die auch nochmal unten. Schaut da unbedingt vorbei. Und hinterlasst den beiden auch nochmal liebe Grüße von Becky. Und dann war ich natürlich bei meinen Zeichnermädels und jedenfalls bei den Zeichnern, wo ich es geschafft habe. Und ich fand, dieses Jahr war der Manga-Markt sehr schön dort aufgebaut. Und es ärgert mich so ein bisschen, dass ich überhaupt nichts filmen konnte und einfach überhaupt keine Ruhe hatte. Ich hoffe, dass ich das nächstes Mal oder bei der nächsten Con nochmal wieder anders machen kann. Vielleicht habe ich bis dahin auch schon wieder eine neue Vlog-Kamera, weil mit der großen, mit der ich ja hier filme, ist es immer so eine Sache, die rauszuholen. Ich habe immer Angst, dass sie mir kaputt geht. Oder sie ist halt immer sehr sperrig und dann habe ich immer sehr viel in der Hand. Und ich habe auch immer Angst, dass die Leute darauf anders reagieren, als wenn ich mit einer Vlogkamera rumlaufe, weil so Filmkameras, da wirkt das immer sehr gleich, oh nein, nicht aufnehmen und so weiter. Und das finde ich immer sehr, sehr schade. Aber ich werde mal sehen, wie ich das nächstes Mal für euch mache. Jedenfalls war ich bei der Jenny Liz und die hatte ich ja auch schon auf der LBM kennengelernt. Und die liebe Jenny ist eine ganz, ganz tolle Person und eine super liebe Person und eine ganz tolle Zeichnerin. Und ich hatte eine Postkarte bei ihr in der Tombola gewonnen. Diese hier ist es geworden. Und ein Poster in A3. Ich weiß zwar nicht, wo ich mir das inzwischen aufhänge. Soll. Vielleicht verlose ich oder verschenke ich das auch nochmal. Ich zeige euch das Motiv, das ist auf der Tüte drauf, so sieht es aus. Und das ist die liebe Jenny Liz. Und da verlinke ich euch ihre Seite auch nochmal unten in der Infobox. Die kann so toll zeichnen und wirklich, wirklich toll. Bei einer ihrer Standnachbarn habe ich dann diese süße Katzenkarte gefunden und ich weiß gar nicht mehr, wie die Künstlerin heißt. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen blöd und da ist auch kein Name drauf. Ich muss noch meinen Freund fragen, der war mit am Stand. Auf jeden Fall fand ich den so süß und ich liebe ja Katzen und die hatten ganz viele süße Katzensachen und ja, die Postkarte habe ich mitgenommen. Dann war ich bei Nashi am Stand und habe natürlich in der Tombola mitgemacht, allerdings habe ich nie was gewonnen, außer diese Postkarten, die ich schon en masse habe. Da habe ich jetzt auch richtig viele von, die werde ich jetzt einfach, ja, euch auch wieder in so ein Verlosungspaket packen und hatte noch dazu dieses kleine Kärtchen immerhin gewonnen. Das ist ganz süß, das habe ich mir ausgesucht. Und ja, mein Manga-Shop, da komme ich gleich noch zu, stimmt, das habe ich vergessen, das zeige ich euch gleich nochmal. Habe ich diese schöne Mappe geschenkt gekriegt, das ist einfach nur so eine Papiermappe, aber das passte super, weil da habe ich dann jetzt die ganzen Zeichensachen reingesteckt. Und ich hatte mir, wie gesagt, am Stand, ich wollte eigentlich die, ja, diese A4-Koloration von Nashi gewinnen, aber hatte ich leider kein Glück, aber ich habe sie mir gekauft. Einmal die neue Sailor Moon im Cocktailglas, fand ich sehr, sehr schön. Ich hätte gerne noch Pikachu mitgenommen, das hatte sie aber leider nicht mehr da, die waren sehr, sehr schnell weg. Aber ich denke mal, beim nächsten Mal, wenn ich irgendwo auf einer Con bin, hat sie die bestimmt wieder nach. Und die fand ich sehr, sehr schön. Und für meine beste Freundin Sun habe ich Glumanda mitgenommen. Sie hatte auch noch Bisasam und Chigi, aber ich fand Glumanda sehr schön und hatte ihr dann Glumanda mitgenommen. Ich hoffe, sie freut sich darüber.
Dann war ich noch bei meiner Freundin Chisu am Stand. Denn Chisu hatte das erste Mal selber einen Tisch bekommen auf der Konichi. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Und sie zeichnet ja auch schon fleißig in den letzten 2 Jahren und hat sich unglaublich viel verbessert. Und auch wenn ihr sie noch nicht kennt, schaut unbedingt mal bei ihrer Seite vorbei. Sie macht wirklich tolle Sachen. Das ist ihre Karte. Shizuku nennt sie sich. Ich verlinke sie euch aber unten auch nochmal. Ich habe mir einmal das traditionelle japanische Kärtchen hier ausgesucht. Die Kakaokarte, die finde ich sehr, sehr schön. Ich mag sowas. Und dann habe ich mich natürlich für ihren ersten Manga entschieden und das ist Zartbitter, Sess und May heißt der und ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie sich der liest und wie der so ist und so sieht er aus. Den könnt ihr aktuell bei ihr auf der Seite auch erwerben. Und weil ich das eben erwähnt habe, zeige ich euch jetzt nochmal das, was ich von meinem Manga-Shop mitgenommen habe und zwar diese hier, die Enyo Nachfüllminen für meine Bleistifte bzw. Buntstifte. Es ist irgendwie schwierig, Buntstifte, Bleistifte. Also es ist ja eine Mischung aus Bunt und Bleistift, was man radieren kann. Und da habe ich mir die Minen zu mitgenommen. Wie ihr sehen könnt, habe ich mich für Rot, Grün, Blau und Rosa entschieden. Lila hatte ich mir das letzte Mal schon gekauft. Und dieses Mal wollte ich unbedingt die haben, die natürlich dann immer leer sind. Und jetzt kann ich endlich meine Stifte wieder benutzen, weil die Mine echt komplett runtergemalt war. In der japanischen Ecke, das habe ich am Anfang vergessen zu erwähnen, war natürlich auch japanwelt.de. Schaut da mal vorbei auf der Seite, wenn ihr auch so traditionelle Sachen aus Japan total mögt. Die haben alles Mögliche an ja, Einrichtung und Geschirr und so ja, ganz typische japanische Sachen. Fächer und Schirme und all sowas, tolle Sachen. Und da hatte ich einmal in der Grabbelkiste mir nochmal 2 Masking Tapes mitgenommen für die Hälfte. Dafür habe ich nur noch 2 € bezahlt für 2 Stück und die haben einfach diese Streifen und das fand ich sehr, sehr schön und dachte mir, die passen immer, die passen zu allem, die kann ich gut kombinieren mit meinen anderen Masking Tapes. Also habe ich die nochmal mitgenommen und dann habe ich mich für dieses Schmuckstück hier entschieden. Das ist eine japanische Einkaufstasche, die so halt ja nur in Japan gibt und die gibt es auf 2 Arten zu benutzen. Man kann sie erstmal so zusammenschnüren, was ich sehr, sehr cool finde. Ich habe mich natürlich für die grüne mit den Katzen entschieden, wie kann es anders sein? Und wenn man sie ausfaltet, ist sie aus so einem Material, das natürlich auch wasserabweisend ist und sehr robust ist. Und das finde ich sehr, sehr schön. Man kann sie einmal wie auf dem herkömmlichen Wege unsere Einkaufstaschen so tragen. Oder ihr könntet sie natürlich, was ich richtig cool finde, als Beutel tragen. So wie ich das gerade mag, als die Turmbeutel. Und das finde ich richtig, richtig cool. Und das ist was Einzigartiges mit dem Muster, was man eben hier nicht so oft findet. Und wie gesagt, diese Hipsterbeutel haben zwar jetzt überall jeder, aber so wirklich im Laden finden oder so als Einkaufstasche nutzen, hat sie noch keiner. Und aus dem Grund musste die unbedingt mit. Und ich fand die super, super schön, habe sie mir mitgenommen. Ja, und als letztes zeige ich euch nochmal, dass ihr von unseren besten Freunden aus Berlin, die lieben Anime Illusion Leute, viele Grüße auch an euch. Schaut auch bei denen nochmal vorbei. Die machen auch immer viel Informationen zu Spielen und zu Manga und Anime, also Spiele auch wirklich in Bezug auf Manga und Anime und ganz viele Sachen. Schaut da nochmal unbedingt rein. Und die beiden hatten uns ein kleines Paket zusammengepackt, was uns sehr gefreut hat. Und die hatten uns zum Beispiel unter anderem die DVD von Devil Hunter Yoko reingelegt. Alter, die ist so schön. Kennt jemand noch Devil Hunter Yoko? Mit der Serie bin ich aufgewachsen. Die ist von 1990. Und die DVD-Fassung gibt es seit 2000. Aber die Serie gibt es seit 1990. Das ist so abgedreht. Wir haben sie gerade wieder geguckt. Die ist übrigens im Original japanisch mit deutschen Untertiteln. Und die ist so witzig. Und wenn man Sailor Moon mag, das ist so wirklich die erste Sailor Moon, sage ich jetzt mal. Die Dämonenjägerin, so ein bisschen Buffy-like, super cool. Also schaut euch Devil Hunter Yoko an, wenn ihr es könnt. Diese DVD ist allerdings sehr vergriffen und ja, aber ich liebe diese Serie, die ist großartig und wir haben uns darüber super sehr gefreut. Vielen, vielen Dank. Dann hat mein Freund von noch die komplette Voltron-Serie bekommen, worüber er sich auch sehr gefreut hat. Das ist auch etwas, was wir aus unserer Kindheit kennen. Dann haben wir noch ein Wii U-Spiel gekriegt und war Xenoblade Chronicles, sehr geil. Etwas, was ich unbedingt spielen möchte und ich jetzt wirklich nur noch die Wii U brauche. Ich habe schon so viele Wii U-Spiele, aber immer noch keine Wii U. Aber ich denke mal, jetzt nach der PlayStation 4 wird es die nächste Konsole sein. Und es wird ja auch schon eine neue von Nintendo demnächst rauskommen. Dann wird die alte wieder ein bisschen günstiger werden. Und wir gucken mal einfach die Weihnachtsangebote durch. Und dann werde ich mir endlich mal eine Wii U gönnen.
Vielleicht kaufe ich es mir auch gebraucht oder so. Mal schauen. Da bin ich eigentlich nicht so. Bei der Uncharted Edition auf der PlayStation musste ich sie wirklich haben, aber bei den anderen Konsolen können es auch richtig gebrauchte sein. Ja. Ja, und dann haben wir noch als letztes Blinky bekommen. Und zwar ist das der Pac-Man-Geist als Blinklampe. Super cool. Und ich zeige euch hier, ich blende es euch ein, wie der in Action abends aussieht. Der kann nach Musik blinken oder einfach nur so die Farben wechseln. Und der ist einfach sehr cool. Und wer so ein bisschen Nerd-Kram mag, der sollte unbedingt sich sowas holen. Ja, ich liebe ihn. Er war auf meiner Wunschliste schon sehr lange. Steffen hatte den letztes Jahr zum Geburtstag bekommen und ich habe so geliebäugelt mit dem und jetzt hat er ihn mir geschenkt. Er ist so verrückt, aber vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und als letztes von meinem ganzen Haul, das habe ich zwar nicht auf der Konichi gekauft, aber ich habe mir vor der Konichi bestellt. Es passt einfach in den Nerdkram rein und deswegen zeige ich euch, ich habe mir den Roman zu Uncharted bestellt und zwar bei Medimops gebraucht. Deswegen sieht er auch ein bisschen ramponiert aus und hat schon über viel Knicke, aber das stört mich gar nicht, weil ich selber ihn ja auch lesen will und knicken will. Und das ist der einzige Roman leider, den es gibt. Ich hoffe, es bringt nochmal irgendwann neue Romane. Der spielt so zwischen dem ersten und zweiten Teil. Und ich bin mal sehr, sehr gespannt. Also eine Sache muss ich euch unbedingt nochmal zeigen. Und zwar meinen Conhorn-Eintrag von der lieben Jenny. Ist der nicht so cool? Und guckt auf jeden Fall mal auf ihrem Blog vorbei. grunecoco.de oder auch Instagram und so weiter. Sie malt ja immer oftmals, ne? Die beiden. Und die sind so süß. Jetzt habe ich meine eigenen in meinem Conhorn drin. Ich bin ein bisschen traurig. Ich habe immer so wenig Einträge drin, weil ich immer keine Zeit habe, mein Conhorn jemanden in die Hand zu drücken. Und ja, also wenn ihr mal Lust habt, dass ihr mir was reinmalen wollt, dann sagt es mir einfach, wenn ihr mich seht. Und ich muss euch noch zeigen, ich habe von der lieben Anna und Johanna diesen lieben Brief bekommen. So süß. Und die haben mir dieses tolle Bild gemalt. So. Ist das nicht toll? Und die haben mir das Universum drauf gemalt. Und woher wusstet ihr, dass ich das liebe? Ich liebe das Universum. Und so eine tolle Kawaii Express Rakete. Mit der möchte ich natürlich zum Saturn fliegen. Sehr cool, oder? Ich liebe Eck. Das ist mit das Schönste, was ich bekommen habe. Vielen Dank euch. Und den Eintrag von Konecoco natürlich. Vielen Dank euch Lieben. Das war's, das war mein Mega-Haul von der Konichi 2016. Unglaublich viel, ich habe unglaublich viel gequatscht zu allen Sachen. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu Tode gelangweilt. Ihr könnt mir ja gerne nochmal euer Feedback dalassen. Was findet ihr am tollsten? Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr mögt. Und ja, sayonara! Matane! Hallo, moin moin von der Konichi Samstag. Wir haben heute schon den ganzen Tag so viel gemacht, dass ich gar nicht geschafft habe. Ich war eben schon shoppen. Ich habe mir ein paar Stifte von Tombow geholt, so Aquarellstifte. Richtig cool, das zeige ich euch mal später. Und ja, jetzt bin ich wieder am Start und wir machen hier unsere Sailor Moon. Kleiner, aber feiner Stand. Und der Dark Moon Stand. Ich bin gerade auf dem Zimmer gewesen, um mir eine etwas dickere Jacke anzuziehen, weil jetzt ist es gerade sehr frisch unten am Stand, weil da immer die Tür auf und zu geht. Leider ist das Wetter heute ein bisschen bewölkt und regnet. Das ist so ein bisschen, ja, alles ein bisschen sehr viel Regen. Weil es gerade ein bisschen regnet, ist es gerade recht voll und ich guck mal, was ich jetzt noch ein bisschen abfüllen kann, wo ich gerade mal ein bisschen unterwegs bin.
Die Tag 3 hat begonnen, die Leute kommen hier rein, unser Stand steht schon und wir sind mal gespannt, was der Tag heute noch so bringt. Ist ja nur ein halber Tag zum Glück. Bleib so! Nee, Frozen Joghurt, glaube ich. Oder dieses Eis, weißt du? Dieses Frozen Eis. Wie in Japan, ja.